shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start, und zwar einen super geilen, einfachen Unlimited Money Glitch. Erstmal vielen Dank an dich, Clasher, dass du mir dabei geholfen hast, und danke an dich, Lurche Nummer 1, dass du mir den Glitch überhaupt gezeigt hast. Den Link zu Lurche Nummer 1 findet ihr unten in der Videobeschreibung, könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken. So, und was ihr dazu braucht, ist einfach nur ein Clubhaus und einen Kumpel, der euch dabei hilft. Und ihr braucht genau diesen Western Zombie Chopper genau auf diesen Stellplatz. Es ist ganz wichtig, dass es dieser Stellplatz ist. Es funktioniert mit keinem anderen Stellplatz. Und zwar bei Thousand Andrea Super Autos findet ihr genau diesen Western Zombie Chopper ganz rechts oben für 122.000. Den müsst ihr euch kaufen, voll auftunen und genau dann auf diesen Stellplatz stellen. Und ich habe euch jetzt nochmal nur zum Zeigen zwei Faccio Mods. Das ist wichtig, dass es die Faccio Mods Motorräder sind, die jetzt mit dem Biker DLC dazu kamen. Und da habe ich jetzt einfach mal nur zum Zeigen mal zwei Stück hingestellt. Wenn ihr natürlich mehr Geld machen wollt, dann müsst ihr eure komplette Garage mit diesen Motorrädern vollstellen. So, was müsst ihr jetzt machen? Euer Kumpel stellt sich jetzt so an das Motorrad hin und schaut es an. Es ist einfach nur wichtig, dass es einen Blick hat. Und ihr geht in den blauen Kreis und vertauscht mal diese zwei Fahrzeuge. Und wie ihr seht, ihr habt jetzt auf dem Bild zweimal die Zombie Chopper, aber im Menü habt ihr noch die Faccio Mod. Das könnt ihr ändern, indem ihr einfach jetzt auf die Faccio Mod, wo eigentlich jetzt ein Zombie Chopper ist, aufsteigt und dann in die Werkstatt da reinfährt. Jetzt müsst ihr einfach nur irgendein billiges Anbauteil ändern. Ich würde euch empfehlen, das mit der Lackierung zu machen, weil es, glaube ich, das günstigste ist, was man an einem Fahrzeug ändern kann. Natürlich, wenn ihr irgendwas habt, was günstiger ist, was man ändern kann, dann reicht es natürlich auch. Und sobald ihr es dann geändert habt, müsst ihr einfach nur wieder rausfahren oder aus der Garage rausgehen, und ihr habt jetzt einmal dieses Fahrzeug oder dieses Motorrad dupliziert. So, jetzt geht ihr einfach mal in den blauen Kreis rein, und wie ihr seht, hat es wirklich übernommen. Ihr habt jetzt zweimal die vollgetunte Zombie Chopper. So, und falls euer Kumpel aus irgendeinem Grund mal wegschaut, wie ihr seht, dupliziert dieses Fahrzeug nicht. Also ihr werdet wirklich nur die Fahrzeuge tauschen. Macht dann nicht den Fehler, wenn er dann wieder hinguckt, dass ihr dann wieder die Fahrzeuge tauscht. Weil dann seht ihr schon, jetzt habe ich den Faccio Mod zweimal dupliziert. Aber ist eigentlich auch gar kein Problem. Da soll euer Kumpel wieder wegschauen und ihr tauscht die Fahrzeugplätze wieder um, und dann ist es alles wieder beim Alten und ihr habt auch wieder, ja, euer Fahrzeug. Also es verschwindet erstmal nicht, solange ihr kein Anbauteil ändert, aber wenn euer Freund mal ganz kurz wegschaut, dann funktioniert es mit dem Duplizieren nicht. Deswegen ist es ganz wichtig, dass euer Kumpel permanent eure Motorräder im Auge hat, damit ihr das permanent auch duplizieren könnt. So, ich zeige euch jetzt gerade gleich nochmal ein kleines Beispiel, wiederhole das Ganze nochmal, damit ihr nochmal seht, wie das Ganze funktioniert. So, und zwar, euer Kumpel schaut jetzt die ganzen Motorräder an und ihr habt den Zombie Chopper voll getuned und tauscht den jetzt einfach mit dem Faccio Mod um. Dann steigt ihr wieder auf das Motorrad, das ihr gerade eben getauscht habt, wo jetzt mit dem Namen noch nicht passt, steigt ihr einfach auf, fährt in die Tuning-Werkstatt rein, ändert irgendeinen Anbauteil, dass es wirklich den Namen auch übernimmt, dass das Spiel auch wirklich erkennt, dass es wirklich ein Western Chopper, Zombie Chopper ist, so, sage mal. So, sobald ihr das dann geändert habt, dann habt ihr eigentlich schon das zweite Motorrad dupliziert. Und jetzt könnt ihr eigentlich so lange machen, bis euer komplettes Clubhaus voll ist. Und was halt auch richtig geil an dem ganzen Glitch ist, das ist komplett gebypassed. Das heißt, sobald ihr dann MC-Präsident seid, könnt ihr natürlich zu Los Santos Customs fahren mit so einem Motorrad, dieses Motorrad verkaufen und permanent im Sekundentakt die Fahrzeuge wieder anfordern, weil ihr Präsident seid und die Fahrzeuge anfordern könnt. Und dann macht ihr wirklich innerhalb kürzester Zeit extrem viel Geld. Ihr müsst eigentlich immer nur bestellen, verkaufen, bestellen, verkaufen, bestellen, verkaufen, wenn die Garage dann leer ist. Aber ihr müsst halt aufpassen, dass halt wirklich das Original oder ein Original wirklich noch in der Garage ist, dass ihr das nicht komplett leer räumt beim Verkaufen. Und was sonst noch zu beachten ist, eigentlich nichts. So, ich wünsche euch natürlich viel Spaß mit dem Glitch und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und wenn es so ist, dann lasst mir natürlich ein Like da. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, dann könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und ich wünsche euch noch einen schönen Start ins Wochenende. Also Jungs, macht's viel Geld, aber übertreibt's nicht. Ihr wisst ja, Banngefahr eventuell könnte natürlich sein, wenn man es zu sehr übertreibt. Was ich jetzt aber nicht glaube. So, also Jungs, haut's rein, macht's gut. Ciao, euer Zeddy.